Hauptdarsteller Sebastian Urbanski. Im Film heißt seine große Liebe Michalina. Doch wie sieht's im wahren Leben aus? Der Schauspieler lädt mich zu sich nach Berlin ein und erklärt mir, was Liebe ist. Ja, Liebe ist für mich Wärme, die von Herzen kommt. In Zeig mir deine Welt lerne ich in 4 Folgen ganz unterschiedliche Menschen mit Down-Syndrom kennen. Ach, Kai, Schaube! Schaube! Kai! Danke! Und Sie lernen auch mich kennen. Hast du einen Hund? Einen Hund habe ich. 2 sogar. Heißer Auflaube. Ja. Ottavio ist eine echte Kölner Frohnatur. Verena arbeitet in einer Wäscherei und möchte bald in ihre erste eigene Wohnung umziehen. Ja, ich nehme die Pille. Ihr Freund Lukas ist ihre große Liebe. Sex. Und Tom, er will unbedingt eine Freundin haben. Ich bin nicht schwul. In Köln lebt der Halbitaliener Ottavio zusammen mit seiner Großmutter. Der 28-Jährige lädt mich zu sich ein. Ich bin richtig gespannt. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Du bist kein Pflaume. Aber ein bisschen zu wenig, wa? Findest du? Ein bisschen. Ja. Ja, IT kann ich auch. Hm? Einziehen? Ja. Ein bisschen. Ich sehe schon, bei Ottavio muss man sich auf alles gefasst machen. Und in seinem Zimmer folgt gleich die nächste Überraschung. Hast du einen eigenen Kühlschrank in deinem Zimmer? Na klar. Hier so Apfelmus. Hab alles gekauft. Aber warum hast du... Weißt du, warum? Also ich hab ja auch einen... Hast du auch einen Zimmerkühlschrank? Nee. Ne? Nee. Da blockt der eine im Zimmer. Kann auch abends reinhauen. Ottavio ist so fröhlich, man kann sich kaum vorstellen, dass er auch eine ernste Seite hat. Doch auch die gibt es. Ja, so ein bisschen. Okay. Wieso wohnst du eigentlich hier bei deiner Oma? Ja, weil ich jahrelang hier gewohnt habe. Und Mama und Papa? Habe ich keine mehr. Ne, wo sind die? Wollen alle mich wegschicken im Heim. Die wollten dich wegschicken? Ja. Warum? Im Heim. Warum? Ich weiß es. Weil Oma nicht will. Also Oma wollte nicht, dass du ins Heim gehst? Nein. Also das heißt, du hast heute auch keinen Kontakt mehr? Nein. Okay. Ist das okay für dich oder findest du das blöd? Ich finde das eigentlich blöd. Okay. Hast du das auch schon mal gehabt? Da ist dein Stiefvater. Nee, ich habe keinen Stiefvater. Ich habe nur einen richtigen Vater. Ja. Meine Eltern sind schon ganz lange verheiratet. Hast du einen Stiefbruder? Nee, einen richtigen Bruder. Richtiger Bruder. Der ist 6 Jahre älter als ich. Hast du einen Hund? Einen Hund habe ich. 2 sogar. Heißer Auflaube. Ja. Das wäre ein Spaßvogel. Ottavios Großmutter ist 74 Jahre alt. Zu ihrem Enkel hat sie ein ganz besonderes Verhältnis. Sie nahm ihn auf, als er noch ganz klein war. Wie lange lebt denn der Ottavio jetzt schon bei Ihnen? Der Ottavio, den habe ich bekommen mit 6 Wochen. Okay. Und wie kam es dazu? Er sollte ins Heim. Und dann habe ich gesagt, kommt ja nicht in Frage. Ich hätte die ganze Krankenhaus kaputt geschlagen. Okay. Wenn die einen Russ genommen hätte. Und dann nehme ich den mit Nuss. Mhm. Ja. Und war das problematisch? Also, ich hätte mir den Jungen doch nicht wegnehmen lassen. Da hätte Papst kümmern können. Mhm. Ich hätte den Jungen mit Nuss genommen. Und wie viele eigene Kinder gab es da schon zu der Zeit? 11. Da gab es schon 11? Ja. Also er war das 12. dann? Ja. Und haben Sie es jemals bereut? Nein. Keine Minute. Ottavios Mutter gab ihn zur Oma, weil sie sich überfordert fühlte. Die junge Frau lebte selbst in einer sehr schwierigen Familiensituation. Das ist Ronja. Sie ist 22 und lebt im Berg Carmen mit ihrer Familie. Ihre Mutter Sabine arbeitet beim Jugendamt. Vater Heinz Helmut, Elektromeister. Bruder Nick ist 18 und hat gerade sein Abitur geschafft. Und das
ist Ronjas Welt. Sie kann reiten. Sie hat einen Tauchschein. Und seitdem sie auf der Welt ist, liebt sie eins: Lachen, Lachen, Lachen. Und das ist Ronjas Arbeitsplatz. Zusammen mit ihren Kollegen sorgt Ronja für leckeres Essen und gute Stimmung in der Kantine der Stadtwerke Lünen. Es ist ein herrlicher Sommertag. Ich mache mich auf den Weg nach Lünen, aber Ronja weiß nicht, dass ich heute schon vorbeikomme. Mal sehen, wie sie reagiert. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich bin die Ronja, hi. Ich bin Kai, grüß dich. Wie geht's dir? Gut. Bist du überrascht jetzt gerade? Ja. Ich wollte mir doch mal angucken, was du hier so machst. Und ja, ich arbeite hier. Und was machst du jetzt gerade im Moment? Ich muss jetzt die Leute. Was gibt's denn heute? Heute gibt's bei uns die Rindergulasch. Aha. Mit Reis, mit rote Beete. Okay, können wir mal in die Töpfe gucken so ein bisschen? Klar. Ronja stellt mir ihren Chef vor. Wie lange jetzt mit dir? Drei Vierteljahr bin ich jetzt genau. Hier. Genau. Hm? Und ich bin froh, dass ich Ronja habe. Ja? Wirklich gut, macht Spaß. Euer Chef kocht auch hier, ja? Ja. Also ich habe gerade gehört, Rindergulasch, was gibt's dazu? Reis? Reis, die sind, das ist Suppe. Was ist das danach, Udo? Was, dann warte mal. Was würdest du denn tippen? Schoko. Ja, das glaube ich aber auch, oder? Ja. Tag, Schokopudding. Und ich werde das jetzt noch durchjagen. Ich merke schon, du hast jetzt ein bisschen Stress um die Zeit. Also ich habe jetzt keinen Stress, überhaupt nicht. Nee? Ich bin dann ziemlich aufgeregt jetzt. Ach so, deswegen. Deswegen, ja. Warum das erste Mal ich sie kennengelernt habe. Mhm. Und da habe ich gefragt, ja? Langsam reden. Oh. Ich glaube, wir atmen jetzt erstmal. Ja. Dann geht's auch wieder. Ja. Also, eins vorher, bevor wir weiterreden. Richtig. Ich würde mich total freuen, wenn du sagst, wenn okay, du Kai gerne. Sagst. Ja? Ich glaube, das macht's schon mal viel, viel einfacher. Ja. Ja. Ronja hat viele Aufgaben. Ein Plan an der Wand verschafft Überblick. Das mache ich vorne weg, bis zur Pause. Okay. Und das mache ich alles vor, nach der Pause. Also vor dem Feierabend dann. Ja, genau. Mal gucken, Müll rausbringen, Suppentassen, Besteck, Brotschneiden. Na, Ronja ist richtig von den Socken. Sie zeigt mir, was ihr ganz besonders Spaß macht, das Schreiben der Tageskarte. Das hast du jetzt geschrieben? Nee, das hat jetzt, ich glaube, Udo geschrieben. Das ist aber nicht so schön geschrieben hier. Ich mach das nochmal weg. Ich will nämlich mal sehen, ob du eine ganz schöne Schrift hast. Okay. Oh, du bist Linkshänderin? Ja. Ronja hat in einer ganz normalen Grundschule im Alter von 8 Jahren Lesen und Schreiben gelernt. Udo? Hm? Die Soße, bitte mit S-A-U-S-E, die ist hier normal. Ist das doch richtig? Ich glaube, wir starten nochmal neu. Die Soße nochmal weg? Genau, die Soße nochmal weg. Oh, ich glaube, das ist ein Stift, der nicht mehr weggeht. Ihr habt den richtigen Edding erwischt, ne? Wasserfest. Dann streichen wir das einfach durch. Und mal eben den anderen. Oh ja, na, zum Glück sieht's der Chef gelassen. Berlin, eine 240 Quadratmeter Altbauwohnung im trendigen Stadtteil Friedrichshain. Hier lebt der 35-jährige Sebastian, Hauptdarsteller im ARD-Film So wie du bist. Hey, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Ja. Ich bin Kai. Sebastian. Das sind Sebastians Mitbewohner. Christo, 26, arbeitet in einer Werkstatt. Hagen, 28, Artist im Zirkus Sonnenstich. Sascha ist 24 und Schauspieler im Theater Rambazamba. Nele, 31, ist Schauspielerin. Und das ist Zora. Sie ist 25 und Sebastians Freundin. Die beiden sind seit einem Jahr ein Paar. Eine außergewöhnliche Künstler-WG mitten in Berlin. Hallo, ich bin Kai. Hallo Nele, guten Morgen. Hallo. Richtig schöne Berliner Altbauwohnung, ne? Ja. Ja. Gefällt mir auch hier. Ich sehe ganz viele CDs, DVDs. Also das sind meine Bücher auch.
Biografien von berühmten Komponisten, also von Chopin, Korsakow, Mozart, Händel, Bach, Verdi. Was interessiert dich denn so besonders an Biografien? Da kann ich lesen, was die so alles gemacht haben und wie abenteuerlich ihr Leben war. Aber ich sehe, du liebst auch Kunst wie die Piraten der Karibik. Richtig. Oder genau. Toy Story. Da hier ist auch ein Film, den ich gemacht habe mit Jule Götze. Der heißt So wie du bist und der wurde in Wien gedreht. Okay. Und hier warst du der jugendliche Liebhaber in dem Film, richtig, oder? Ja, wirklich, richtig, stimmt das? Ja. Siehst du, habe ich gleich gedacht, irgendwie sieht er so ein bisschen aus. Ja, in dem Film ist er auch dann zum Schluss auch Hochzeit. Und da heiratest du? Die Jule. Aber nicht in echt, nur nein, für den nein, Film? Nein, für den Film. Nee, sie kann ich auch gar nicht heiraten. Will ich auch nicht. Nee. Erstens bin ich schon vergeben an die Sore und zweitens, sie hat auch eine Beziehung. Vor 1,5 Jahren zog Sebastian in die WG. Vorher lebte er bei seinen Eltern. Ich lerne den 35-Jährigen besser kennen und er mich. Hast du auch Kinder? 2 Kinder habe ich, 2 Jungs. Die sind 12 und 15. Mhm. Ja, gehen natürlich noch zur Schule, klar. Ja, und wie sind die Kinder? Sind die auch so wie manche von uns? Was meinst du? Oder haben die auch, schön, dass ich die Frage stelle, dass die auch Down-Syndrom haben? Nee, die haben kein Down-Syndrom. Ist das denn so, ist Down-Syndrom immer gleich? Das ist immer unterschiedlich. Manche sind sehr stärker ausgeprägt, dass die Leute anders aussehen. Wie ist das bei dir? Ich fühle mich eigentlich nicht so. Auch wenn ich ein bisschen vielleicht drin habe, fühle ich mich trotzdem als normal. Deswegen. Wenn du jetzt zum Beispiel mit der Zora unterwegs bist, irgendwo spazieren gehst oder mit ihr mal irgendwo in ein Café, Restaurant gehst oder ein Geschäft gehst, ich habe ja gesehen, Zora hat ja keine Haare. Wirklich? Ist das dann so, dass Leute da manchmal irgendwie schräg gucken oder auch mal irgendwas, irgendeine blöde Bemerkung machen? Nee, das ja. Das hat mir auch schon mal erlebt, aber ich habe eben demjenigen gesagt, Gott hat es so gewollt bei ihr. Also, ja, dass sie eben so ist, wie sie ist. Und so nehme ich sie auch. Auch wenn sie keine Haare hat, ist sie trotzdem sehr lieb und einfühlsam und auch zärtlich. Also ich finde sie schön und auch attraktiv auch. Zurück bei Ottavio in Köln. Der 28-Jährige zeigt mir seine Welt. Und die besteht aus ganz viel Musik. Michael Jackson ist der Held seiner Kindheit. Ah, hier? Yeah. Okay, du machst den Michael hier. Ja. Yeah. So, die Michael Jackson Moves. Gibt's auch noch was anderes außer Michael Jackson, was du auch noch gerne hörst? Ja, Schlager von früher, wo du auf der Welt warst. Ja. Was denkst du, wie alt ich bin? Du bist 37. 37? Nee. 36. 36? 1967 bin ich geboren. Ja. Ich habe im Mai Geburtstag. Mai. Und ich bin jetzt 45. 45. Da ist das echt nett. Ja. Also wenn du das ehrlich meinst. Kann ja auch sein, dass du dich bei mir einschleimen willst. Nee, ich schleime dich. Nee? Nee. Ottavios großes Hobby? Trommeln. So cool. Ja. Bist du zur Schule gegangen? Ja. Immer. Bin schwer behindert in der Schule. Okay. Vorher, da war ich 1990. Bin ich schon hier. Da warst du so groß. Du. Da war ich auch schon so groß, aber da habe ich gerade mit Fernsehen angefangen. Mit Fernsehen? Da habe ich gerade, vor 20 Jahren, habe ich genau gerade die erste Sendung von Nur die Liebe zählt gemacht. Das habe ich auch gesehen. Ja? Ja. Mit Thomas Gottschalk? Nein, der war schon da. Der ist schon ein bisschen älter noch. Von Thomas Gottschalk kommen wir, wie könnte es anders sein, auf das Thema Haare. Ottavio geht sehr gerne zum Friseur. Warum?
Er schwärmt für seine Friseure. Wie oft gehst du denn zum Friseur? Gehst du einmal in der Woche oder einmal zwei Wochen oder einmal im Monat? Einmal. Aber ich gehe oft. Sehr oft. Ja, ich verstehe. Wie heißt sie? Weiß nicht. Ottavio mag seine Friseurin, kennt aber ihren Namen nicht. Das werden wir heute noch ändern. Mal schauen, was seine Oma davon hält. Sind denn Frauen eigentlich ein großes Thema für Ottavio? Oder ist das... Er hatte mal eine Freundin, aber die war nur fürs Bett. Und da habe ich gesagt, komm, Fräulein, raus. Okay. Das haben wir nicht gern. Okay. Und das mit der Friseurin? Mit der Friseurin, da flirtet er immer mit. Okay. Also die findet er gut? Und ja, ja. Sie merkt ja auch immer den Spaß mit ihm. Mhm. Aber das frage ich mich. Weiß er das auch, dass sie Spaß macht? Oder nimmt er das ernst? Nee, er weiß, dass sie Spaß macht. Ja. Das weiß er. Das ist Verena. Verena ist 22 Jahre alt und hat das Down-Syndrom. Das ist Verenas Familie. Mutter Andrea, 45, arbeitet bei der Polizei in Düsseldorf. Ihre Brüder, Marcel, 19, und Julian, 21. Über Grevenbruch lacht heute die Sonne. Ich mache mich auf den Weg zu Verenas Arbeitsstelle. Die 22-Jährige hat einen tollen Job in einer Wäscherei, den sie mir unbedingt zeigen möchte. Na, mal schauen, wann sie merkt, dass ich schon da bin. Hallo. So, Verena? Ja. Hallo, ich bin Kai. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Wann hast du heute angefangen zu arbeiten? Heute Morgen um 8. Und machst du das jeden Tag, immer die gleiche Arbeit, oder machst du unterschiedliche Sachen? Verschiedene. Ich kann dir auch gerne meine Station zeigen. Ja, klar. Absolut. Ja, okay. Cool. Jetzt kriege ich eine richtige Führung hier. Hier wird eingefeuchtet. Ja. Also so quasi. Also eigentlich so ein bisschen wie Puderzucker auf dem Pfannkuchen. Ja. Ich kann das natürlich schön von oben machen, ne? Das ist cool. Ist das ein Vorteil, wenn man groß ist? Ja. Ja? Bist du denn die Einzige hier bei euch in der Heißmangel, die Down-Syndrom hat, oder gibt es noch mehr? Ich glaube, hier bin ich die Einzige. Aber ist irgendwas, also ist bei dir irgendwas anders? Bei Sachen. Okay. Also weil du länger drüber nachdenken musst. Ja. Zum Beispiel. Ja, fertig. Wo kommt das Papier hin? In den Müll. Wo ist? Das zeige ich dir aber dann gleich nochmal. So, und das sind deine ganzen Kolleginnen hier. Richtig. Hier. Tag erstmal. Hallo. Das ist Heidi. Hallo, eine Heidi. Arbeitskollegin. So, jetzt wird gemangelt, ne? Ja. Okay. So läuft es dann. Wo ist jetzt hin? Das geht da durch und kommt vorne wieder raus. Hier drauf, und dann so dran ziehen. Wie passiert nichts, sagst du? Und ruckzuck ist der Finger weg. Ja. Eselsohren. Und verdienst du denn hier auch Geld? Ja. Ist das viel? Es geht. Wolltest du das denn schon immer werden hier oder wolltest du mal was anderes machen? Nee, ich wollte eigentlich schon immer hier hin. Schon als du ganz klein warst? Ja. Wolltest du nie Prinzessin werden? Nee. Wolltest du immer hier in der Heißmangel arbeiten? Ja. Ehrlich? Macht ja auch Laune, gell? Ja. Vor allem gute Laune. Dann so? Erst so? Du darfst mich ziehen, Verena. Und dann also, so. Zweimal. Kai, dein Beruf, ne? Mhm. Macht dir eigentlich Spaß? Klar. Weißt du, was das Beste an meinem Beruf ist? Dass ich ganz viele spannende und tolle Leute treffe. Wie zum Beispiel? Dich. Die Heißmangel läuft auf vollen Touren. Heute ist ordentlich was los. Und wir haben richtig viel Arbeit. Aber da ist doch bestimmt auch mal Fußballbettwäsche dabei, oder? Ja. Gibt's schon, ne? Ich bin ja Gladbacher Fan. Du hast ja nicht so viel zu lachen gerade, oder? Hast du da auch einen Lieblingsspieler? Nicht unbedingt.
Ach komm, du warst doch bestimmt Marco Reus-Fan, als er noch bei Gladbach war. Ja, ne? Als er da noch war, ja? War alles. Na, den findest du hübsch, ja? Nett. Nett? Nett. Wieso, was ist da der Unterschied? Der Unterschied zwischen nett und hübsch? Hübsch ist, dass nette Männer nicht hübsch sind. Oder hübsche Männer nicht nett. Und dein Freund, ist der jetzt hübsch oder nett? Beides. Oh, das wird er jetzt aber gerne hören. Ja. Fertig? Ja. Aber da gibt es noch einen Mann in Verenas Leben. Und wie heißt dein Lieblingsschlagersänger, Verena? Jörg Bausch. Jörg Bausch. Und Bausch auf mein Handy. Ja? Ja. Verena, komm mal her, die Heidi hat's auf dem Handy. Hast du auch ein Bild von ihm? So. Ach, das ist er? Ja. Wie ein Blitz. Sie hat mich getroffen wie ein Mob. Sie hat mich getroffen. Das ist schön. Dein Gefühl, als ein korsüßer Mob. Und jetzt gibt es kein Halten mehr. Keine Gnade ein. Ja, das ist okay. Zurück bei Ottavio in Köln. Der 28-Jährige schwärmt seit Monaten für seine Friseurin. Heute hat er wieder einen Termin. Wir machen uns auf den Weg zum Friseursalon und Ottavio sagt mir, wo es lang geht. Und dann wieder links rein. Hier, da, das ist die Friseurin. Hi. Du hast deinen Termin, oder? Das ist sie also, Ottavios Friseurin. Ihretwegen kommt er mindestens einmal im Monat hierher. Doch obwohl er so sehr für sie schwärmt, weiß er ihren Namen nicht. Der neue Haarschnitt kommt genau zur rechten Zeit. Ottavio will am Samstag mit Cousin Mike ausgehen. Wo gehst du denn? In der Stadt. Ins Wiener Steffi? Ja. Oh, Entschuldigung. Kommst du mal rein mit? Wer ist? Ja. Ich darf zu sowas nicht. Wer verbietet es? Die Brüder. Wirklich? Hm. Das ist gefährlich. hört das irgendwann auf oder ist das für immer so? Bis man heiratet. Okay. Du hast ja überall Haare. Nicht erschrecken. Sollst du ja nochmal fragen, wie sie heißt? Ja, mach ich. Jana. Okay, Jana. Bedeutet das was? Hat das eine Bedeutung? Ja, sowas wie Schatz. Mhm. Okay, ja. Schatz. Ja. Ja. Und zur Erinnerung gibt's noch ein Foto. Muss man ein bisschen cool gucken jetzt. Ja. In der Berliner Künstler-WG lebt der Schauspieler Sebastian zusammen mit seiner Freundin Zora. Heute nimmt mich der 35-Jährige mit zu einem ganz besonderen Menschen in seinem Leben, zu seiner Oma. Bei ihr hat er mit seinen Eltern gelebt, als er noch ganz klein war. Der Sebastian hat ja nun wirklich eine kreative Ader, ne? Ja. War das schon immer so oder ist das was, was er sich dann später erst angelernt hat? Nein, das war eigentlich von Anfang an so. Mit 3, 4 Jahren, da hat er sein erstes Gedicht aufgesagt sozusagen. Mhm. Und das haben wir auf Tonband aufgenommen. Gibt es das Tonband noch? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also das würde ich gerne mal hören. Das ja? Super, ja. Mhm. Sebastian, dann hol das mal bitte oben in deinem Zimmer. Okay. Machst du das? Sebastian weiß ganz genau, wo das Tonband ist. Darf ich Sie da vielleicht fragen? Sie werden sich ja sicherlich noch daran erinnern, als Sebastian zur Welt kam und dann auf einmal klar war, er hat das Down-Syndrom. War das ein
großer Schreck? Ja, was, natürlich. Was ging da an einem? Natürlich, wir haben ja vorher uns so auf das Kind gefreut. Aber wussten Sie denn direkt, nein, was das bedeutet? Was das ist, nicht. Also das wussten wir nicht. Und das war schon ein kleiner Weltuntergang. Hm. Und auch viele, viele trübe Stunden, von denen Sebastian natürlich nichts mitbekommen hat. Hm. Und auch hadern mit dem Schicksal, wie das bei solchen Dingen so ist. Sebastian kommt 1978 in Ost-Berlin zur Welt. Der Familie wird damals geraten, ihn ins Heim abzugeben. Sogar Ärzte haben gesagt, belasten Sie Ihr Leben nicht damit, geben Sie es weg. So haben wir entschieden, kommt nicht in Frage. Hm. Er war so niedlich auch. Als wir ihn im Krankenhaus das erste Mal gesehen haben, hat er uns sofort angelächelt. Hm. Und wie gesagt, also das ist, ich bin jetzt ein bisschen bewegt in der Erinnerung. Bitte. Ja. Entschuldigung. Bitte. Naja. Wenn Sie ihn heute so sehen? Ach, das reinste Glück. Hm. Ich glaube, ein gesundes Kind kann einem nicht mehr Freude bringen. Hm. Geht gar nicht. Hm. Glauben Sie, dass er irgendwann mal heiraten wird? Wenn es nach mir ginge, ich hätte schon die passende Partnerin. Ja? Ja. Hm. Er hat den Film gedreht in Wien. Mhm. Und diese kleine Partnerin, die auch mit im Theater spielt. Ja, die Juliane, ja? Juliane. Mhm. Mhm. Ja. Aber ich habe im Moment so das Gefühl, von der Beziehung zwischen den beiden kann man nicht wirklich ausgehen. Ne? Leider, würde ich sagen. Obwohl sie sich so gut verstehen. Ja, aber das gibt's ja. Genau. Aha, so, hier habe ich, das ist die CD von dem Film auch, den er gedreht hat. So wie du bist. So ein schönes Paar, ne? Ja, die beiden muss man schon sagen. Sind schon ein nettes Paar. Und sie verstehen sich auch so gut, wenn sie zusammen sind. Ja, aber das muss natürlich nicht immer gleich, ist gleich Liebe sein. Ja, naja, es ist schon wirklich schön anzusehen. Aber Gefühle kann man nicht erzwingen. Nein, leider nicht. Hast du gefunden? Ja, ich habe es gefunden. Na toll, Sebastian, dann leg mal ein, weißt du noch damit Bescheid? Ich glaube, kannst du nach oben gehen damit? Wunderbar. Bravo. Na? Sag mal, Sebastian, Oma hat gesagt, dass sie findet, ihr zwei seid ein tolles Paar. Das stimmt. Hm? Aber nur im Film. Wir haben uns einfach nur sehr lieb, also. Also die große Hochzeitsliebe ist es in dem Fall so, also nicht. Ja. Da sind wir machtlos. Ich glaube, es war eine deutliche Erklärung. Sicher. Eine Frage. Was ist Liebe? Ja, Liebe ist für mich eine Wärme. Mhm. Wärme, die von Herzen kommt. Mhm. Und dass man, man sagt manchmal auch, Liebe macht blind, aber das ist bei mir, glaube ich, nicht der Fall. Also ich habe Liebe zu meiner Freundin, ganz klar, kommt von Herzen, es ist total warm, schön, gemütlich bei ihr. Mhm. Aber es gibt aber auch die Eltern, zu den Eltern die Liebe, zu Freunden die Liebe, zu der einen Oma die Liebe. Ja, das würde ich hoffen, dass die zuletzt kommt. Nee. Aber am Ende ist Oma ja glücklich, wenn glücklich, du glücklich bist. Du bist mit deinem Leben dort glücklich und zufrieden. Ja? Geht dir gut. Ja. Das ist ja Sinn der Sache. Mehr wollen wir ja eigentlich für dich nicht. Und morgen geht es weiter, sehen Sie um 18.50 Uhr. Das ist meine Welt. Tom aus Bergisch Gladbach. Ich bin nicht schwul. Ronja zeigt mir, wie mutig sie ist. Oh, Sebastian nimmt mich mit zu seiner Arbeit ins Theater Ramba Zamba. Verenas Leben im Umbruch. Sie zieht von zu Hause aus und die ganze Familie fiebert mit. Können wir jetzt mal fahren? Und Ottavio. Er will unbedingt ein Tattoo. Boah, ich bin ein harter Kerl, wa? Seine Oma ist davon gar nicht begeistert. Nee, danke. Diese und viele andere Geschichten sehen Sie in der neuen vierteiligen Reihe Zeig mir deine Welt. Morgen um 18.50 Uhr im Ersten.